Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist schon verrückt. Da haben im Januar Investoren zum ersten Mal dem Bund eine Prämie bezahlt, um ihm Geld leihen zu dürfen. Die Rendite lag unter Null. Und dabei war die Angst vor diesem ersten Quartal 2012 und seinen Auktionen relativ groß gewesen, denn am Jahresanfang stand auf dem Emissionsplan des Bundes eine Summe. 280 Milliarden Euro. Und dann noch die Befürchtung, es werden sich nicht genug Investoren finden. Ob alle Auktionen so gut gelaufen sind wie die eben erwähnte im Januar, darüber spreche ich mit Michael Bloss. Er ist Wertpapierspezialist beim Europäischen Institut für Financial Engineering und Derivateforschung. Herr Bloss, im ersten Quartal, das ist fast rum, da haben wir 16 Auktionen gesehen. 63 Milliarden Euro sind eingesammelt, also knapp ein Viertel. Ist das jetzt gut? Ja, ich glaube, da kann der Bund durchaus zufrieden sein, was er hier eingesammelt hat. Vor allem, wenn man sich mal die Konditionen anschaut, zu welchem er das Geld bekommen hat, dann kann Herr Schäuble hier ja wirklich jubeln und eigentlich die Champagnerkorken knallen lassen. Denn der Bund refinanziert sich im Augenblick sensationell günstig. Sie hatten es erwähnt, es gab sogar Nullrenditen, einfach der Sicherheit halber. Von dem her ist, glaube ich, der Bund sehr zufrieden mit dem, was er eingesammelt hat. Es ist auch so, dass die Refinanzierungssituation der Bundesrepublik sehr, sehr gut dasteht. Also hier alle Ampeln auf grün, da können wir wirklich Gott froh sein, wenn man sich anschaut, was sonst in Europa derzeit so passiert. Aber ich glaube, es ist fast ein Murphysches Gesetz, dass Bundesfinanzminister überhaupt nicht feiern können und Sektkorken knallen lassen können. Denn jetzt haben wir trotz einer guten Konjunktur in Deutschland trotzdem 2 Milliarden mehr, die eingenommen werden müssen im zweiten Quartal. Warum jetzt das? Ja, das glaube ich auch. Herr Schäuble ist da eher etwas zurückhaltend. Er baut ein Sicherheitspolster auf, weil er immer damit kalkulieren muss, dass größere Auszahlungen auf die Bundesrepublik zukommen. Ob das jetzt Richtung Rettungsschirm geht, ob das jetzt Richtung Sonderausgaben, Subventionen und natürlich auch Sozialausgaben geht. Deswegen wird hier im Augenblick etwas mehr eingesammelt, als unbedingt notwendig ist, um ein gewisses Polster aufzubauen. Und dann stehen natürlich auch so Sachen im Raum wie, was passiert eigentlich, wenn ein Konjunkturabschwung kommt, wenn wir auf einmal etwelche Einbrüche bekommen werden auf der Steuerseite. Also hier will man gewappnet sein, etwas mehr einsammeln und einfach besser aufgestellt zu sein als der Rest in Europa. Also erstes Quartal gut gelaufen, sensationell niedrige Zinsen hat man bezahlen müssen. Was erwarten Sie jetzt fürs nächste Quartal? Was muss der Bund da bezahlen an Zinsen? Naja, tendenziell wäre es durchaus sehr gesund, die Zinsen würden etwas steigen. Denn was sind Zinsen? Zinsen sind das, was man für Geld bezahlen muss. Und wenn man für etwas nichts bezahlen muss, ist es im Regelfall nichts wert. Deswegen wäre es durchaus sehr, sehr sinnvoll, die Zinsen würden leicht anziehen. Ich spreche von leicht anziehen, nicht extrem, aber in einem kontinuierlichen Maß dementsprechend auf ein normales Niveau zurückkehren. Und ich glaube, auch der Markt antizipiert das im Augenblick. Das wird kommen. Ob wir das schon im nächsten Quartal sehen werden, ist im Augenblick noch etwas fraglich, aber tendenziell sehen wir anziehende Zinsen und auch anziehende Zinserwartungen. Und ich glaube, da sind wir dann gut bedient, wenn wir das auch in unsere Prognosen mit einpreisen. Die Nachfrage nach Bundesanleihen, die kann man ja auch ganz interessant ablesen beim Bund Future, ganz grob gesagt. Was sehen Sie da für eine Entwicklung beim Bund Future? Wir hatten ja dann eine Rallye gesehen mit 140%. Momentan scheint so ein bisschen Entspannung dort. Ja, es ist etwas langweilig geworden, in Anführungszeichen. Beim Bund Future hat sich sehr, sehr hoch etabliert. Wir haben zwar teilweise volatile Tage zwischendrin, aber an sich passiert eigentlich um das Niveau herum nicht allzu viel. Wir glauben allerdings, dass die Volatilität deutlich zunehmen wird und auch wenn die Zinsen dann langsam beginnen zu steigen, der Bund Future deutlich nachgibt. Er hat rein theoretisch Luft bis 134,50, nicht im ersten Schritt, auch nicht wirklich schnell, aber kontinuierlich ist das eigentlich eine Zielmarke, in die wir einschwenken werden und was man im Auge behalten muss. Also eher rückläufige Bund-Szenario bei steigenden Zinsen, wenn auch nicht extrem. Michael Bloss, danke schön für den Augenblick. Wir sprechen gleich noch mal weiter, gerade über das Thema Solar, ob es dort die eine oder andere interessante Entwicklung gibt. Ja, zunächst schauen wir uns aber im Bond-M-Index um, was es da für Entwicklungen gibt. Da haben wir einen relativ fulminanten Start ins neue Jahr gesehen, aber in den vergangenen Wochen gab es dann doch eine kleine Verschnaufpause. Er gibt ab, von rund 100% fällt er auf rund 95%. In den letzten Tagen ging es dann wieder ganz leicht
aufwärts. Was bedeutet das für die Unternehmen? Bei den Top-Performern sehen wir folgende vier. Da haben wir zum einen Centro Solar, auf Platz 2 Air Berlin. Und wenn Sie die Sendung verfolgen, dann wissen Sie, Air Berlin hier mit 3 Anleihen derzeit am Markt, die wir auch immer wieder vorne finden. Das hier ist die mit der Laufzeit bis 2015. KTG Agrar und nochmal Air Berlin, ich hatte es gerade angesprochen, das ist die mit Laufzeit bis 2018. Die hat eine Performance von 0,8%. Wie sieht es auf der Umsatzseite aus? Hier die Umsatzspitzenreiter Ecosem Agrar, relativ neu dabei. Und die hat sich gleich vorne festgesetzt. Die zweite Woche in Folge sehen wir sie vorne auf dem ersten Platz. Die Air Berlin mit der Laufzeit bis 2014 auf 2. Mitek Automotive, heute der erste Handelstag, gleich auf Platz 3 sehen wir die Aktie. Und die Windreich AG, auch schon ein paar Monate dabei, auf Platz 4. Der Markt für Mittelstandsanleihen erwächst und gedeiht. Das erste Quartal in diesem Jahr, das war geprägt durch zahlreiche Neuemissionen und die sind auch entsprechend rege nachgefragt worden. Und trotzdem gab es Kritik in Bezug auf die Transparenz der Unternehmen. Die wichtigsten Entwicklungen für die vergangenen 3 Monate haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Die Frühlingssonne scheint dieses Jahr besonders für Mittelstandsanleihen. Anfang des Jahres erwachte das Segment zu neuem Leben. Die ersten Emittenten trauten sich an den Kapitalmarkt und stoßen auch auf rege Nachfrage. Viele der Mittelstandsanleihen wurden deutlich überzeichnet. Die Zeichnungsfristen wurden vorzeitig beendet. So zum Beispiel die Anleihe der Ecosem Agrar, die im Bond-M-Segment der Börse Stuttgart gelistet ist. Sie wurde schon am 6. Tag der Zeichnung vollständig platziert. Ursprünglich waren dafür 8 Tage geplant. Insgesamt hat sich der Bond-M-Index seit Jahresanfang deutlich erholt. Von knapp 93% erreichte der Index Anfang März sein vorläufiges Jahreshoch bei knapp 101%. Der Markt hat Lust auf mehr. Beobachter erwarten in den nächsten Wochen weitere Neuemissionen. Besonders Mittelständler mit bekannten Markennamen stehen dabei im Fokus. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Kritiker haben schon seit längerem auf mangelnde Transparenz der Unternehmen hingewiesen. Das hat die Börsen auch dazu bewegt, die Regularien für Mittelstandsanleihen zu verschärfen. Die Börse Stuttgart hat zum Beispiel ein Risikomaß eingeführt. Die einzelnen Unternehmensanleihen werden in 5 Klassen unterteilt. Von sicherheitsorientiert Klasse 1 über risikobereit Klasse 3 bis spekulativ Klasse 5. Sie werden aus dem Gesamtrisiko der Anleihe ausgerechnet. Das Gesamtrisiko resultiert aus den Komponenten Zins, Spread und Ausfallrisiko. Doch auch die aktuellen Marktbedingungen und Anleiherenditen sowie der Marktzins fließen in die Bewertung mit ein. Experten gehen davon aus, dass der Markt der mittelständischen Anleihen weiter anziehen wird. Allerdings nur, wenn es keine neuen Hiobsbotschaften gibt seitens der Unternehmen oder auch der Schuldenkrise. Dann sprechen wir noch mal weiter und intensiv über das Thema noch mal in Stuttgart. Michael Bloss. Herr Bloss, wir haben es gerade im Beitrag gemeinsam gehört. Der Bond-M-Index hat nach seiner Erholung dann wieder einen kleinen Rückschlag verkraften müssen. Wie sehen Sie jetzt die weitere Entwicklung? Naja, die weitere Entwicklung wird sich, wenn denn alles gut geht und keine großen Hiobsbotschaften hinzukommen, in eine Stabilisierung wenden. Aktuell muss man natürlich eines sehen, vor allem für so innovative Segmente wie Bond M gilt grundsätzlich, dass wir eine höhere Volatilität haben, gilt auch grundsätzlich, dass es doch zu stärkeren Abfallen im Indizes-Bereich kommen kann. Das ist fast vergleichbar mit damals mit dem neuen Markt und deswegen darf man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also hier ist durchaus Potenzial drin, dass wir auch noch mal nach unten absacken. Aber wenn jetzt, wie gesagt, sich das ganze Thema etabliert und die Börse Stuttgart macht einen richtigen Schritt mit dieser Risikoeinkategorisierung, dann kann sich doch hier einiges verfestigen. Man muss einfach eines sehen, Bond-M-Anleihen haben nichts mit etablierten Corporate Bonds zu tun, denn sie unterliegen doch einer höheren Schwankungsintensität. Und deswegen glaube ich, ist die Risikoeinkategorisierung und vor allem das Sichtbarmachen für Privatanleger ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Frühlingserwachen und der Markt hat Lust auf mehr. Das waren zwei Stichworte aus dem Beitrag eben. Bleibt der Kalender für Neuemissionen prall gefüllt? Geht das also so weiter?
Naja, das wird das Umfeld zeigen. Wir können heute nicht sagen, wir werden wirklich konsequent alle Emissionen, die im Augenblick anstehen und die im Augenblick geplant sind, auch so bringen. Das zeigt natürlich auch das Marktumfeld. Tendenziell glaube ich, ist der Markt mittlerweile schon an einer Schwelle, wo er sehr saturiert ist, wo die Nachfrage doch auch bei dem einen oder anderen vielleicht schwierigen Titel etwas schwer wird. Wer es natürlich immer sehr einfach hat, sind gut etablierte Firmen, dementsprechend auch die Zahlen aufweisen können. Das wird man haben. Aber gerade bei so Wackelkandidaten, wo man früher gesagt hat, okay, die laufen mit dem Markt mit, wird es eher schwer. Und da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig. Da würde ich auch sehr, sehr zur Vorsicht raten. Eine Branche, die es vergangenes Jahr besonders schwer hatte, war sicherlich die Solarbranche, gar keine Frage. Jetzt 2012 hat man da gar nicht so viel mehr von gehört. Bleibt die Lage angespannt? Ja, es wird im Augenblick ein bisschen ruhiger um die Solarbranche. Die machen im Augenblick ihre Hausaufgaben. Und Hausaufgaben soll man ja bekanntlicherweise in Ruhe machen. Deswegen ist das auch ganz okay. Aber es bleibt wirklich angespannt. Es ist eine Branche, die sehr, sehr vielen Außenfaktoren ausgesetzt ist. Wir haben das politische Thema. Wir haben Subventionsthemen mit drinstecken. Also wer nicht unbedingt das Risiko liebt und auch eine höhere Volatilität ins Depot packen will, sollte diese Branche im Augenblick doch immer noch etwas umgehen und doch lieber etwas anderes, Saturiertes nehmen. Was heißt das jetzt, was wir besprochen hatten, insgesamt für den privaten Anleger? Ja, ich würde grundsätzlich sehr, sehr zur Vorsicht raten. Ich weiß, es gibt hier schöne Renditen, es gibt hier große Coupons, aber die müssen eben bezahlt werden. Und wenn jemand 7,5% oder auch mehr bezahlt, dann ist eben gegenüber der risikolosen Bundesanleihe hier ein Risikoaufschlag drauf. Und das muss einem bewusst sein. Deswegen beimischen ist kein Thema. Solange es keine Blockpostenbildung sind, kann man das als Privatkunde machen. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass man Risikokapitalgeber ist, dass man Kredit gibt. Denn daher kommt ja das ganze Thema. Die ganzen Rentenpapiere sind nichts anderes als Kredit. Und das Wort Kredit kommt vom lateinischen Kredit. Ich glaube, der andere zahlt es mir wieder zurück. Und ich glaube, das muss einem bewusst sein, bevor man eine Investition eingeht. Und wenn man an denjenigen nicht glaubt und nur die 7,5% sieht, sollte man es doch lieber lassen. Und wenn man das dann noch weiterspannt, dann irgendwann kommt man zum Gläubiger, der wirklich glaubt, dass er sein Geld zurückbekommt. Da haben wir eine schöne Eselsbrücke gebaut. Michael Bloss, vielen Dank nach Stuttgart. Gerne. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe, meine Damen und Herren. Die nächste Ausgabe des Börse Stuttgart Anleihenforum sehen Sie am 6. April zur gewohnten Zeit, das heißt 9:15 Uhr. Schöne Woche.